Eine kleine bunte Geschichte von Licht und Schatten. Licht und Schatten gerieten in einen heftigen Streit. Mach, dass du wegkommst, ich kann deine Dunkelheit nicht ertragen, schrie das Licht. Du kannst mich mal mit deinem ewigen Helligkeitswahn, ich will meine Ruhe, fauchte der Schatten zurück. So gab ein Wort das andere und die Zankerei nahm kein Ende. Da schlenderte die Traurigkeit daher. Er blickte mit Erleichterung den Schatten, um sich ganz schnell in seine Dunkelheit zu verkriechen. Und bald darauf kam auch die Freude des Weges daher, sah das Licht und sprang mit einem großen Freudensprung in die Helligkeit. Und mit der Zeit gesellten sich immer mehr Zustände und Gefühle in ihr entsprechendes Domizil, in denen sie sich wohlzufühlen schienen. So kauerten bald darauf auch Angst, Hass, Wut, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht und Ablehnung im Schatten beisammen und jammerten alle wild durcheinander. Sie wehklagten, beklagten, zweifelten, stritten und beschimpften sich. Im Licht gesellten sich zur Freude noch der Glaube, die Hoffnung, die Liebe, die Lebenslust, die Anerkennung, die Intuition, die Geduld und die Stärke. Alle lachten und tanzten miteinander und fühlten sich sichtlich wohl in ihrer Runde. Die im Schatten hörten die Stimmen aus dem Licht. Und nun machte sich auch noch Bruder Neid bei ihnen breit, denn diese helle Lebendigkeit war für die Schattenwesen nicht auszuhalten. Pah, die mit ihrem aufgesetzten Liebesgetue, die gehen mir echt an die Nerven, stöhnte die Ablehnung. Boah, jetzt reicht es aber, ich kann dein Gestöhne nicht mehr ertragen, schrie die Wut und blähte sich zu einem roten Feuerball auf. Hört doch auf damit, flehte die Ohnmacht. Ich ertrage diese Lautstärke nicht. Sie zupfte nervös an ihrem verblassten rosa Gewand herum. Ja, das finde ich auch. Ihr könntet mal Ruhe bewahren, aber das gibt es ja sowieso nicht mehr, jammerte die Hoffnungslosigkeit in ihrem zartgrünen, mehr graustichigen Kleid. Ich hasse euch alle, tobte der Hass und blähte sich im schwarzen Anzug vor den anderen auf. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Schrie er weiter. Bitte, bitte nicht, schluchzte und stotterte die Angst grau und unscheinbar und wurde völlig überhört von den anderen Streithähnen. Was ist denn da drüben los? Die positiven Energien aus dem Licht schauten irritiert in die Dunkelheit. Das hörte sich ja schrecklich an. Da waren sich alle einig. Wir müssen helfen, sprach die Hoffnung. Ihr lindgrünes Gewand strahlte dabei in ihr Gesicht. Ja, du hast recht, nickte die Anerkennung in sonnigem gelbem Gewand. Und die eineiigen Zwillinge Freude und Lebenslust sprangen spontan auf, um loszulaufen in Richtung Schatten, um ihr oranges Licht zu verbreiten. Halt, nicht so schnell, rief die blau gekleidete Geduld. Lasst uns erstmal überlegen, wie wir vorgehen, damit uns die negativen Energien nicht in ihren Schatten ziehen. Mit diesen Worten erwischte sie gerade noch den Zipfel eines Kleiderärmels von Freude. Sie kehrte sofort mit Lebenslust um und beide setzten sich wieder zu den anderen. Also, sprach der violette Glauben mit ruhiger Stimme, wichtig ist zunächst, dass alles, was wir tun, von bedingungsloser Liebe getragen wird. Das tannengrüne Kleid der Liebe leuchtete bei diesen Worten hell auf. Die dicke rote Stärke hüpfte etwas ungeduldig hin und her und konnte es nicht mehr abwarten, bis es endlich losging. Doch die Intuition in ihrem tiefen Indigoblau mahnte sie schmunzelnd. Abwarten, liebste Stärke, alles zur rechten Zeit und mit Schwester Geduld. Nun überlegten alle gemeinsam, welche Absicht ihrer Hilfe zugrunde liegen sollte. Denn weise, wie sie waren, wussten sie doch, dass ihre Schattengefährten eine Daseinsberechtigung hatten. Denn ohne ihre gegensätzlichen, wenn auch sehr stressigen Zeitgenossen, konnten auch sie die lichtvollen Gefühle und Zustände nicht existieren. Außerdem kannten sie die Weisheit, niemals Hilfe aufzudrängen, um sich noch besser zu fühlen. Denn damit machten sie ihren Gegensatz immer hilfloser und abhängiger. Die Geduld wies alle immer wieder darauf hin, dass die hilflosen Gefühle erstmal ihre Hilflosigkeit im Schattendasein sichtbar machen müssen, um sich dann selbst anerkennen zu können. Ansonsten würde jeder jeden versuchen zu unterdrücken und zu bekämpfen. Und das wäre sinnlos. Und wie kann irgendwas am besten selbst Ja zu sich sagen,
auch wenn es noch so weh tut?